Das Glück ist ja für uns so selbstverständlich, weil wir es eigentlich jeden Tag haben und gar nicht wahrnehmen. Und hier ist das Glück für die Menschen, die sich über das frische Wasser freuen, so extrem. Eine ganz besondere Begegnung war wirklich, dass eine Frau mich angeschaut hat, kam zu mir, hat mir die Hände gedrückt, hat mir die Hand geküsst. Und das hat mich so ziemlich verlegen gemacht. Aber ihre Augen haben dann gesprochen und es war eine Dankbarkeit da, die mich sehr berührt hat, ja. Zu sehen, wie die Frauen da arbeiten und dann natürlich die jungen Mädchen, die auch schon die kleinen Babys da auf dem Rücken schleppen, das Wasser schleppen, sich um Dinge kümmern, die wichtig sind, aber viel zu früh für so kleine Mädchen. Und wenn die das ein Leben lang machen, dann das kann man im Gesicht ablesen, was das für ein hartes Leben für die ist. Es ist unglaublich, was hier passiert. Das kann man in Worte nicht fassen. Gut, das ist eine Entwicklung, aber die Kinder haben den Zugang zum sauberen Wasser und natürlich zur Bildung. Und das ist das, was mir oder was jetzt in dem Projekt im Vordergrund steht. Und das ist erstmal gegeben. Und das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden. Abgesehen jetzt von den finanziellen Mitteln, die man zur Verfügung stellt, ist es auch wichtig, dieses Land zu verstehen. Und wenn die Menschen zu Hause das begreifen oder das verstehen, dann schenkt man diesen Menschen ja auch eine gewisse Achtung. Und das ist auch wichtig, weil das haben sie verdient. Und das tut gut, Menschen kennenzulernen, zu verstehen und gemeinsam was aufzubauen. Ja. Es ist nur das Wasser, aber es ist im gleichen Moment das Wasser und das ist alles. Also das Wichtigste.